So, wir melden uns nochmal zurück, denn es hört einfach nicht auf. Es gibt so viele Neuerungen jetzt bei dem Halloween-Event mit der Halloween-Zeit, die anbricht. Nicht nur neue Klamotten, neue Raid-Bosse, einen neuen 5er-Raid, neue Pokémon, neue Shinies. Nein, es gibt auch eine neue Spezialforschung, wie ihr hier seht. Oh, Bruder, du kommst gerade recht. Wundert euch nicht, warum da jetzt Ivar Kotz steht. Bei einem meiner abendlichen Spaziergänge bin ich über einen seltsamen Stein gestolpert. Hier gibt's ja auch Stolpersteine, zufällig, aber irgendwas hat mir gesagt, dass ich ihn zur weiteren Forschung in mein Labor bringen sollte. Seither geschehen seltsame Dinge. Dokumente kommen durcheinander, Wassergläser kippen von alleine um. Als ich Nachforschungen an meinem Computer anstellen wollte, habe ich eine Fehlermeldung mit der blinkenden Nummer 108 erhalten. Bruder, kannst du mir dabei helfen, ein paar Daten zu Pokémon vom Typ Geist in der Nähe zu sammeln? Ich glaube, dass wir diese gruseligen Ereignisse mit Wissenschaft lösen können. Mit was auch sonst. Und da habt ihr natürlich jetzt neue Aufgaben. Nein, das ist es nicht. Hier unten natürlich eine gruselige Nachricht. Kapitel 1 von 3. Fange 10 Pokémon vom Typ Geist, lande 8 großartige Würfe und verwende 108 Beeren beim Fangen von Pokémon. Da gibt es 1080 Sternenstaub, 8 komische silberne Beeren. Diese silbernen Sanana-Bären, genau. Und 10 Bälle. Warum haben sie nicht gleich auch 108 Bälle hinterhergeschmissen? So, da werden wir uns jetzt mal ranmachen und werden uns dann natürlich wieder die einzelnen Kapitel durchnehmen, wie schon bei Celebi. Ihr wisst ja, wie das geht. Da wollen wir natürlich gleich mal, weil ich gesehen habe, hier sitzt das rum. Ihr seht in der Nearby-Liste, ich habe gestern nämlich noch gar nichts gemacht. In der Nearby-Liste gibt es natürlich schon wieder ein paar Schatten. Das Driftlion ist das nämlich. Das, was da aussieht wie Tentacher mit den zwei Tentakel, die darunter hängen. Und das Stinktier ist auch in der Nähe. Und zufällig sitzt hier nämlich sogar ein Driftlion. Ja, vielleicht später. Und das wollen wir jetzt gleich mal eintüten. Natürlich mit einer Beere. Denn wir müssen ja 108 Beeren beim Fangen von Pokémon verwenden. Wow, das sitzt aber hoch. Und das Handy, die Aufnahme, hängt sich auch gerade komplett auf. Wir schießen einfach mal drauf. Kein großartiger Wurf. Da brauchen wir ja auch 8 Stück. Also, am besten mit 2 Händen spielen, ohne Kamera, dann geht das wunderbar. Verwende 2 Beeren, haben wir schon mal, neuer Pokédex-Eintrag und 12 Bonbons, das ist einfach heftig. Da kann man wieder richtig farmen und entwickeln und sammeln und machen und tun und bäm, Driftlion. Warum habe ich immer zu Driftlion gesagt? Ja, egal. Auf jeden Fall Driftlion dabei, das war bestimmt der richtige Name. Und es geht natürlich weiter. Ihr seht, jetzt ist das Stinktier überall angezeigt. Aber wir werden weiter mal sammeln, die 8 Würfe machen, die 108 Beeren benutzen und die Geister sammeln. Wir haben jetzt hier 2 von 10, 1 von 8, 2 von 108 und melden uns dann zurück. Leider hatte ich es ja schon mal irgendwo erwähnt, dass ich gestern total reingeschissen habe, natürlich bei Kapitel 1. Ich wollte extra die Kamera dann mitnehmen, wollte die letzten 10 filmen, die ich mit Bären fange, und dann habe ich die Speicherkarte vergessen, hatte die gar nicht dabei, habe deswegen nur die Handyaufnahmen, habe die Aufgabe dann also fertig gemacht. Bei 10 Geister-Pokémon gab es als Belohnung also dann ein Zwirrlicht, was ihr noch eintüten konntet. Für die 8 großartigen Würfe, die man fertig gemacht hat, gab es natürlich die 1080 Erfahrungspunkte. Und für die 108 Pokémon, die man mit Beeren gefangen hat, beziehungsweise die 108 Beeren, die man benutzt hat, um Pokémon zu fangen, da gab es dann ein Schlurp, was viele gefreut hat. Natürlich auch wieder für Generation 4 ganz wichtig. Dann hat man die ganzen Sachen halt so abgeschlossen. Wir haben das noch alles abgeholt. Da gab es nochmal zusätzlich 10 Bälle, 1080 Staub obendrauf und 8 silberne Sanana-Bären. Das war's dann auch schon mit Kapitel 1 von 3. Und ja,
Ihr habt das sicherlich natürlich schon alles komplett fertig, aber ich hatte so viel zu tun in letzter Zeit, dass ich so viele Videos jetzt machen musste. Wenn ihr mal da schaut, da kommen jetzt hier 4, 5 an einem Tag hoch, also der Rams ist immer am Machen. Aber es geht natürlich weiter mit Kapitel 2 und da melden wir uns dann zurück. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.